Scheinbar hat Niantic still und heimlich, vor allem in ländlichen Regionen, mehr Pokémon hinzugefügt, damit zwar mit ein wenig Pokémon Go. Die Freude muss man ein wenig zügeln. Es handelt sich hierbei laut Pokémon Go Hub nur um etwa 15%. Und zum Verständnis, es wurden nicht neue Fundorte hinzugefügt, sondern an den Orten, wo schon in der Vergangenheit Pokémon aufgetaucht sind, tauchen jetzt zu etwa 15% mehr Pokémon auf. Das heißt, wenn es da einmal pro Stunde nur 15 Minuten lang irgendein Raubi von mir aus gab, ist das jetzt vielleicht 30 Minuten da oder es kommt an diesem Ort dann noch irgendwann ein zweites Pokémon. Das heißt, Niantic hat offenbar verstanden, dass Dorfspieler mehr Pokémon haben wollen. Ist zwar jetzt noch nicht die allerbeste Lösung, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Man wird jetzt, wenn man draußen jagen geht, keine drastische Maßnahme bemerken können. Ich will jedoch heute so ein bisschen als kleine Einleitung im Zusammenhang über Pokémon-Spawns sprechen, über Nester etc. Wie macht Niantic das eventuell? Betonung liegt auf eventuell. Und zwar über Kartendienste. Da gibt es ganz viele Karten. OSM, OpenStreetMap wurde schon häufig erwähnt. Die koreanische Pokémon Go-Version verwendet das, oder was, die chinesische? Auf jeden Fall. Irgendeine Version in Asien verwendet OpenStreetMap laut AGBs, Impressum, wie auch immer, zu 100%. Das haben sie dort geschrieben. Allerdings bei unserer Version steht das nicht dran. Aber die könnten auch Gmail oder irgendwelche Navigationsdienste heranziehen. Die wollen auf jeden Fall nicht, dass man das öffentlich weiß, denn ansonsten könnte man das manipulieren und sich zu Hause irgendwie ein Nest basteln, obwohl da eigentlich keines ist. Jetzt switche ich mal live kurz rüber zu meinem Computer. Keine Sorge, es gibt gleich noch ein bisschen Gameplay. Ich bin jetzt auf einer Website namens Overpass Turbo. Und da kann man verschiedene Markierungen in OpenStreetMap ausfindig machen. Ich habe da ein bisschen Programmiercode eingegeben und da lasse ich mir zum Beispiel anzeigen Parks, Grasland etc. Und so wird das in OpenStreetMap markiert. Da klicke ich zum Beispiel irgendetwas an, da steht dann dran, das ist ein Park mit dem Namen Burggarten, das hat irgendein echter Mensch da mal eingetragen. Und sogar ein Wikipedia-Artikel zum Burggarten ist verlinkt. Und lustigerweise ist dieser Burggarten ein Nest. Genauso wie hier zum Beispiel haben wir dann den Volksgarten, steht auch dabei, ein Park, sogar mit Zaun, Barriere ist gleich Zaun, hat da jemand eingetragen. Und all diese kleinen Punkte sind entweder diverse Parks, habe ich da eingetragen, oder Grasland, oder Spielplätze und so. Schön Brunnen, da war das krasse Feuerriegelnest. Ratet mal, wie das eingetragen ist, hier in OSM, als Park, schön Brunnen. Und sogar der koreanische Name oder so. Und da kleine andere Dinge, wie zum Beispiel, was ist denn das, wenn man da mal näher ranzoomt? Land Use, also die Begebenheiten, Gegebenheiten am Boden sozusagen, sind da teilweise auch eingetragen. Name ist gleich Liegewiese. Das könnte dann sein, dass hier zum Beispiel so ein stündliches, spezielles Pokémon auftaucht. Und diese Markierungen, die da, oder Golfplätze habe ich da eingetragen, die sind häufig Nester. Und das stimmt tatsächlich. Wenn man sich das so ansieht, die Straßen da, wo nichts ist, da gibt es ja Taubsi etc., da bin ich ganz gern unterwegs. Oder auch hier beim Event habe ich vorrangig in der Wiener Innenstadt hier überall gefarmt. Warum? Man sieht, da ist nichts eingetragen. Das heißt, da gibt es nur Taubsi und Kokagi. Das deckt sich also mit den Beobachtungen. Dann gibt es noch ein krasses Nest, welches sich hier befindet. Ist auch so als irgendetwas markiert, so Grünfläche oder von mir aus dann auch Gewässer, das zeige ich gleich noch. Also das hat auch was so mit Biomen zu tun und ich labere ja immer von Biomen und vielleicht kann sich der ein oder andere nicht mal was darunter vorstellen, wie das funktioniert. Jetzt habe ich hier einige andere Dinge eingetragen, wie zum Beispiel so Fluss, Wasser, Schwimmbereiche. Und deshalb ist Wien fast so ein kleines Wasserbiom, denn da haben wir, wenn ich den mal anklicke, ich weiß, es ist ziemlich klein, tut mir leid, aber ich lese es vor, Donau, und das müsste der Wienfluss sein, genau, Wienfluss. Läuft einmal durch den Stadtpark. Unter anderem deshalb und weil hier dann noch so ein kleiner Teich ist, Stadtparkteich steht da dran, ist gleich natürlich, ist gleich Wasser. Und hier gibt es immer ein Tratini, ich weiß nicht, ab und zu, wenn man da vorbeigeht. Oder den Wienfluss entlang. Und an der Oberfläche ist hier gar kein Fluss mehr, aber zum Beispiel auf OpenStreetMap ist der trotzdem eingetragen. Das heißt, hier überall kann Tratini vorkommen, Carpador etc., weil das eventuell auf Karten wie zum Beispiel OpenStreetMap eingezeichnet ist.
Genau. Und so funktioniert das, glaube ich, mit Biomen, Spawnpunkten etc. Das heißt, wer sich dafür interessiert, der kann mal bei OpenStreetMap so sein Dorf eingeben, ob da überhaupt was eingetragen ist. So, hier sind ganz kleine Dinge. Was ist denn das? Ein Brunnen zum Beispiel. Und hier auch ein Brunnen. Würde mich nicht wundern, wenn da ab und zu ein Carpador auftaucht. Genau, nur da. Rundherum, Taubsi etc. Und dann da immer ein Carpador. So, und jetzt wieder Live-Gameplay. Also, das war so eine Seite Overpass Turbo. Da kann man sich das eben anzeigen lassen von OpenStreetMap. So wie die Wikipedia der Karten, kann man sagen. Jeder darf da mitmachen und echte Informationen eintragen. So. Und andere können die natürlich dann auch wieder rauslöschen. Wer jetzt den Wikipedia-Eintrag von, keine Ahnung, irgendeinem Promi bearbeiten möchte und lustig sein will und da reinschreibt, hallo, ich bin Schilling oder so, dann wird das natürlich wieder rausgelöscht und teilweise sogar gesperrt. Das heißt, wenn man hier was einträgt, dann bitte nur echte Dinge und nicht in der Hoffnung, dass da jetzt ein Nest kommt oder ein Dratini-Fundort vor der Wohnungstür, dass man da irgendwas einträgt. Das ist vollkommener Quatsch. Ich weiß, wie gesagt, nicht, und das weiß niemand, ob Niantic zu 100% OSM verwendet, ob sie nur OSM verwenden, ob sie noch andere Dienste heranziehen. Aber wer das Ganze bisher noch nicht so verstanden hat, ich denke mal, so kann man sich's ziemlich gut vorstellen. Das heißt, auch im Programmiercode weiß Niantic, dass da tatsächlich ein Fluss ist, nicht nur, weil der schön in Blau da eingezeichnet ist im Spiel, auf der Karte, weil diese Brunnen etc., die sind teilweise gar nicht als blau markiert, die sind einfach nur eine Fläche oder gar nicht eingezeichnet. Aber das kommt eben darauf an, welche Karte verwendet Niantic für das Design der Map, welche Karte für die Spawnpunkte etc. Ja, und wer eher so in ländlichen Regionen lebt, der kann vielleicht jetzt so einen kleinen Zuwachs an Pokémon feststellen. Ich glaube, Niantic ist mittlerweile sehr streng geworden, was das Hinzufügen von neuen Pokémon, Arenen, Pokéstops betrifft geworden. Warum? Weil, das habe ich schon häufig gesagt, es kann ja sein, dass an gefährlichen Orten dann ein Pokémon auftaucht oder ein Pokéstop und dass Niantic dann irgendwie in rechtliche Schwierigkeiten gerät. Denn so viele Leute haben die angeklagt, auch in den letzten Wochen und Monaten hat man wieder mal was gelesen. Das heißt, die müssen echt aufpassen. Wer Lust hat, wer mal eine Stunde zur Verfügung hat, kann in seinem Dorf da mal schauen, ob die Landwege eingetragen sind, ob die Felder als solche markiert sind. Das erfordert jedoch sehr viel Zeit, also diesen Programmiercode, den man da links gesehen hat. Da gibt es hunderte verschiedene Bezeichnungen und angefangen von eben ein normaler Fluss, dann irgendwie ein Flussbecken, ein Brunnen, ein Gewässer, ein Teich etc. Das muss man sich alles auf dieser Hilfeseite von OSM durchlesen. Aber wer wirklich in einem kleinen Dorf lebt, wenn es die Einwohner nicht selbst machen, wird wohl nie jemand da was auf OpenStreetMap eintragen. Und außerdem, wer das dann tut, da darf man sich nicht sofort nach 2 Tagen irgendwas erwarten. Das kann Monate dauern, bis diese Daten dann wieder abgeglichen werden. Ja, ist aber trotzdem, ich habe mich gefreut, als ich diese Nachricht gehört habe, dass Pokémon Go Hub herausgefunden hat, dass in manchen Dörfern jetzt 15% mehr Pokémon auftauchen. Wenn ich das jetzt übrigens so weiterführen würde und da noch tiefer in die Materie reinsuche, sozusagen, würde ich bestimmt herausfinden, dass in Wien nichts als Forest oder so markiert ist, Wald, sondern nur ganz weit weg von der Wiener Innenstadt, dort, wo eben dann Lavita auftaucht. Da gibt es dann allerdings weniger Brunnen und so, das heißt weniger Dratini, aber eben mehr Lavita. Und so kann man das herausfinden, lebt man eher in einem Waldbiom, eher an einem Gewässer etc. Ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand, wenn irgendwo ein Fluss ist, dann ist das eher Gewässer. Ist jedoch auch wichtig, dass das bei diesen ganzen Diensten eingetragen ist. Dann noch eine Sache, die ich auf Reddit gelesen habe, da haben sich sehr viele von den Level 40ern vorrangig beschwert. Es gibt wohl jetzt neben der kaum zu erreichenden Pokéstop pro Tag Grenze, ich weiß nicht, welche Zahl das war, 2000 Pokéstops pro Tag, danach bekommt man nichts mehr, um eben Bottern den Riegel vorzuschieben, also ob 2000 Pokéstops nicht reichen würden. Gibt es jetzt wohl auch eine Grenze für gefangene Pokémon? Was ich, und die soll gar nicht so weit oben angesetzt sein, so niedrig, wie auch immer.
nach 200 bis 500 Pokémon ist bei manchen schon Schluss, habe ich auf Twitter gelesen. Die ganzen Japaner, die da täglich 1000 Pokémon fangen. Und die gehen wohl gerade echt alle auf die Barrikaden und sind ziemlich wütend, weil sie jetzt weitaus langsamer farmen können. Ich meine, betrifft wahrscheinlich nur wenige Leute. Wer fängt schon 500 pro Tag? Ich habe beim Event täglich etwa 400 bis 500 Pokémon eingesammelt und habe da wirklich hart gesuchtet. Nur zum Erfahrungspunkt-Event eben. Ja, das können eigentlich nur die Japaner machen, wo 20 Lokmodule im Umkreis von wenigen Metern mit, also Pokéstops mit Lokmodulen ausgestattet sind. Und dann noch McDonald's-Event, jede McDonald's-Filiale mit einem Lokmodul. Das heißt, uns wird das eigentlich gar nicht betreffen, aber ich wollte es trotzdem erwähnen, denn was sich Niantic da alles einfallen lässt, um, ich weiß nicht, wie soll das denn Botter verhindern, ganz ehrlich. Okay, dann können die auch nur maximal, seien es 200 oder 500 Pokémon pro Tag fangen und bekommen danach keine Belohnung mehr. Dann dauert es eben ein paar Tage länger, bis die sich auf Level 40 gebottet haben, aber das wird eigentlich, glaube ich, nicht viel ändern. Na gut, war mal ein Video der etwas anderen Art, würde ich mal sagen. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach und ich soll weiter.